Hallo und herzlich willkommen zu Kapitel 8, den Arrays. Mit Schleifen, die Sie im Kapitel 6 kennengelernt haben, können in der Programmierung Wiederholungen ausgedrückt werden. Bei unserem Backman-Beispiel können wir mit einer Schleife dann ganz einfach mehrere Futterpunkte auf einmal im Sketchfenster zeichnen. Das kann für ein ganz einfaches Spielfeld folgendermaßen aussehen. Allerdings sind wir bei dieser Variante unflexibel, wenn wir dann im Spiel einzelne Punkte und Spielfelder abfragen oder verändern möchten. Zum Beispiel, um zu unterscheiden und zu speichern, was im Backman-Spielfeld an einer bestimmten Stelle gerade angezeigt wird. Ob da ein Futterpunkt sichtbar ist oder ob Backman ihn gerade gefressen hat und der Futterpunkt daher jetzt gelöscht werden muss. Außerdem treten ja bei Backman noch die Kraftbilder und Früchte auf, welche die Geister genießbar machen oder zusätzliche Punkte bringen. Da die Früchte zufällig an einer bestimmten Position im Spielfeld erscheinen, müssen wir also wissen, ob wir einen Futterpunkt in eine Frucht umwandeln oder sie einfach nur anzeigen lassen möchten. Außerdem müssen wir beim Aufbau unseres Spielfeldes sicherstellen, dass wir Futterpunkte nicht auf die Wände des Labyrinths zeichnen. Wie gehen wir dazu am besten vor? Wir unterteilen zunächst unser gesamtes Spielfeld in einzelne Felder, so wie bei einem Raster. Für jedes dieser Felder brauchen wir nun eine Art von Speicher, in welchem wir als Information ablegen, was gerade angezeigt wird. Also ein leeres Feld oder ein Futterpunkt oder eine Kraftbille zum Beispiel. Diesen Speicher fragen wir dann ab, damit wir wissen, wie der Backman reagieren soll, wenn er auf das Feld kommt. Und wir verändern die Information in dem Speicher, etwa wenn Backman einen Futterpunkt gefressen hat, dann löschen wir ihn an dieser Stelle. Mit den Programmierwerkzeugen, die wir bisher kennengelernt haben, könnten wir das in etwa so umsetzen. Wir legen für jedes Feld im Spielfeld eine eigene Variable an. Also zum Beispiel P1 für das erste Feld im Raster, dann P2, dann P3 und so weiter. Insgesamt so viele, bis wir den ganzen Raster durch sind. Wenn unser Spielfeld jetzt zum Beispiel insgesamt 100 kleinere Felder hat, dann benötigen wir genau 100 Variablen, beginnend mit P1 bis P100. Um die einzelnen Inhalte, also Futterpunkt, Kraftbille und dergleichen, schnell und einfach abfragen zu können, kodieren wir sie mit Zahlen. 0 steht für ein leeres Feld, 1 bedeutet, dass in dieser Stelle ein Futterpunkt liegt, 2 stellt eine Kraftbille dar, 3 eine Frucht und so weiter. Nun hat jede Variable den passenden Wert und wir könnten im nächsten Schritt jedes einzelne Feld abfragen und aufgrund des gespeicherten Werts eine passende Aktion ausführen. Zum Beispiel hat die Variable P2 den Wert 1 und das würde bedeuten, dass hier an der zugehörigen Position im Sketchfenster ein Futterpunkt gesetzt werden muss. Aber jede Variable einzeln abzufragen, das wäre schon sehr mühsam und aufwendig. Betrachten wir unsere verwendeten Variablennamen nun etwas genauer, dann fällt uns auf, dass P immer gleich bleibt und die Zahl dahinter von 1 bis 100 aufsteigend verläuft. Hier wäre es also sehr passend, eine Schleife zu verwenden, wobei die Zählvariable immer gleichzeitig die Zahl im Variablennamen darstellt. Wenn unsere Zählvariable zum Beispiel i ist, dann wäre es praktisch, wenn wir in der Schleife pi oder b-i schreiben könnten und Processing würde automatisch daraus schließen, wenn i gleich 1 ist, dass pi gleich der Variable p1 ist, also so circa. Doch so können wir nicht auf Variablen zugreifen. Auch wenn wir sie fortlaufend durchnummeriert benannt haben, sind es für den Computer komplett unterschiedliche und nicht zusammenhängende Variablen. Wir könnten genauso die Variable P1 mit food.dot bezeichnen oder irgendwie anders benennen. Für den Computer sind es lauter unabhängige Variablen, die sich an den verschiedensten Stellen im Speicher befinden. Den Zusammenhang der Variablen verstehen nur wir Menschen. Auch das Durchlaufen mittels b-i funktioniert so nicht, denn das kann Processing nicht interpretieren und es wird einen Fehler melden. Processing sieht also keinen Zusammenhang zu unseren gespeicherten Variablen, sondern würde p-i sogar als Funktion verstehen. So kommen wir also nicht weiter, besonders nicht bei einem Spielfeld in dieser Größe. Was wir brauchen, ist so etwas Ähnliches wie eine Variable, unter deren Namen wir jetzt im Speicher des Computers nicht nur einen einzelnen Wert ablegen, auslesen oder verändern können, sondern gleich mehrere, die eben zusammengehören. Also sowas wie eine Art Liste, in welche die Inhalte für alle Felder im Backman-Spielfeld gemeinsam gespeichert werden. Nennen wir sie Board,
dann wollen wir mit Board auf die ganze Liste unserer Felder zugreifen können. Und genau sowas machen die sogenannten Arrays. Sie sind ein tolles Konstrukt, wann immer wir größer denken wollen und mehr als nur eine Handvoll Informationen der gleichen Art speichern wollen. Wir haben eine geordnete Liste, die die Inhalte von 100 Spielfeldelementen bei Pac-Man gebündelt speichert oder zum Beispiel das Alter von gleich 50 Personen in unserem Max-Beispiel oder die Namen von 1500 Marathonläuferinnen und Läufern zu deren Startnummer. Wie können wir nun so eine Datenreihe, also ein Array, im Processing umsetzen? Nehmen wir uns dazu ein kleineres Spielfeld mit nur 6 Feldern und den folgenden Spielfeldinhalten. Im Speicher des Computers sieht das mit einem Array dann so aus. Wir haben hier also das Array, also unsere Liste mit den 6 Elementen, in die jeweils der Inhalt so eines Spielfeldelements als Zahl gespeichert wird. Dieses Array möchten wir jetzt mit dem Namen Board ansprechen. Im Processing würde das so aussehen. Und wir sehen, das sieht ganz ähnlich aus wie mit den einzelnen Variablen. Nur haben wir hier rechts vom Zuweisungsoperator nicht einen einzelnen Wert stehen, sondern in geschwungenen Klammern eine ganze Wertemenge. Nämlich insgesamt unsere 6 Werte für jedes Feld im Spielfeld einen. Anhand der eckigen Klammern, die in den Datentyp angehängt werden, erkennt Processing, dass es sich jetzt eben nicht um eine einfache Integer-Variable handelt, sondern um eine Datenreihe mit mehreren Int-Werten, die eben zusammengehören und zusammen abgespeichert werden sollen. Durch die Anzahl der Werte innerhalb der geschwungenen Klammern erkennt Processing automatisch, wie viele solche Elemente unser Array hat. Mit dem Namen Board können wir nun das gesamte Array ansprechen. Wenn wir nun auf ein bestimmtes Element zugreifen wollen, zum Beispiel auf das 5. Feld in unserem Spielfeldraster, dann können wir das einfach mittels Board und in eckigen Klammern 4 machen. Denn die einzelnen Elemente im Array werden jetzt fortlaufend und mit 0 beginnend nummeriert. Diese fortlaufende Nummer für das Feld ist der sogenannte Index. Das erste Element hat also den Index 0, das zweite den Index 1 und so weiter. Und das 5. Element hat schließlich den Index 4. Und über diesen Index, den wir an den Arraynamen in eckigen Klammern anhängen, können wir ganz einfach ein bestimmtes Element im Array ansprechen. Wir sagen also, wir wollen im Array Board das Element mit dem Index 4, also das 5. Element, ansprechen. Wollen wir in unserem kleinen Spielfeld nun die Futterpunkte vom 2. und 3. Feld löschen? Dann können wir dies ganz einfach tun, indem wir den zugehörigen Elementen im Array den Wert 0 zuweisen, also die Kodierung für ein leeres Feld. Also für das 2. Feld, jenes mit dem Index 1, und für das 3., also jenes mit dem Index 2. Unser Array-Board hat nun am Ende folgende Inhalte: 0, 0, 0, 1, 2, 1. In der Programmierung ist ein Array also ein weiterer Datentyp, mit welchem wir gleich mehrere Werte derselben Art geordnet abspeichern können. Wenn wir ein neues Array erstellen möchten, müssen wir es auch deklarieren, initialisieren, so wie wir das von den Variablen schon kennen. Das sieht auch ganz ähnlich wie bei den Variablen aus. Wir deklarieren ein Array auch mit seinem Namen, den können wir wieder frei wählen, und mit seinem Datentyp, also der Art von Werten, die wir dann am Ende ablegen möchten. An den Datentyp hängen wir nun aber ein eckiges Klammernpaar an. Dieses zeigt an, dass es sich eben nicht um eine einzelne Int-Variable handelt, sondern um ein Array, also eine Datenreihe, die mehrere Int-Werte speichert. Aber anders als bei Variablen handelt es sich bei einem Array nun um eine Erweiterung der bereits bekannten Datentypen für Variablen. Um ein Objekt, das aus mehreren einzelnen Elementen dieses Datentyps, eben hier Integer, besteht. Daher kommt an dieser Stelle noch ein Schritt hinzu. Das Array muss erzeugt, also erstellt werden. Das Erzeugen nennt man beim Programmieren Instanzieren. Zum Instanzieren, dem Erzeugen und zum Initialisieren, dem Anfangswerte setzen, gibt es nun bei Arrays verschiedene Wege. Schauen wir uns das wieder anhand des Board Arrays an.
erste Möglichkeit haben wir schon kennengelernt. Hier wird das Array im linken Teil mit int, eckiges Klammernpaar und board deklariert und noch in derselben Anweisung sowohl erzeugt als auch initialisiert. Dies geschieht durch die Zuweisung der Werte, welche innerhalb von den geschwungenen Klammern geschrieben werden. Die Instanzierung erfolgt hier implizit. Processing erkennt aufgrund der Anzahl der Werte, wie viele Elemente das neu erzeugte Array hat und initialisiert gleich die Elemente mit den angegebenen Werten. Bei dieser Variante müssen wir beachten, dass die Deklaration nicht von der Initialisierung getrennt werden darf, da sonst die Instanzierung nicht erfolgt. Alternativ können wir auch noch ein newInt und eckiges Klammernpaar unmittelbar vor der Wertemenge einfügen. Dieser Teil erzeugt nun explizit eine Instanz, also ein Integer-Array. Diese Form der Instanzierung kann auch unabhängig von der Deklaration im Programm verwendet werden. Wenn wir nun aber vielleicht am Anfang nur die Anzahl der Felder auf unserem Spielfeldraster wissen, aber noch nicht, was genau angezeigt werden soll, dann können wir das Array im ersten Schritt auch nur deklarieren und mit der gewünschten Anzahl von Elementen erzeugen bzw. instanzieren. Die Anzahl der Elemente wird auch die Länge des Arrays genannt. In unserem Fall ist das 6. Im zweiten Schritt können wir dann später den einzelnen Elementen entsprechende Werte zuweisen. Das machen wir wieder mit board und in eckigen Klammern den Index. Hier haben wir zum Beispiel dem ersten Element, also dem Element mit Index 0, den Wert 0 zugewiesen. Aber Achtung! Arrays haben nach der Instanzierung eine bestimmte Größe bzw. Länge. Diese kann nachträglich nicht mehr verändert werden. Legen Sie bei der Instanzierung zum Beispiel fest, dass das Array, so wie bei uns im Beispiel, 6 Elemente hat, dann können Sie im Nachhinein kein 7. Element hinzufügen oder die Liste auf 4 Elemente verkürzen. Wenn wir nun alle Inhalte des Arrays Board in der Konsole ausgeben lassen möchten, dann können wir das ganz einfach mit einer Vorschleife lösen. Wir fügen also eine Vorschleife ein. For int i ist 0, i kleiner 6, weil wir ja insgesamt 6 Elemente im Array haben. Und geben hier in der Vorschleife mit board eckige Klammer i, das leer löschen wir noch weg, die Elemente des Arrays aus. Und starten wir das Programm, dann sehen wir hier, alle Elemente des Arrays werden der Reihe nach ausgegeben. So eine Schleife können wir natürlich auch dazu nutzen, die Werte der Elemente abzufragen, zu verändern oder sie für weitere Berechnungen zu verarbeiten. Wollen wir jetzt alle Elemente eines Arrays der Reihe nach ausgeben, kennen aber die Anzahl der Elemente des Arrays nicht, dann können wir diese mit folgender Anweisung abfragen. Also wir wissen nicht, dass es 6 Elemente hat, dann können wir hier mit board.length automatisch die gesamte Anzahl der Elemente im Array durchgehen. Diese Anweisung liefert nämlich die Länge des Arrays board zurück. Damit müssen wir uns die Anzahl der Elemente des Arrays nicht merken und können dennoch auf alle Elemente zugreifen, sie durchlaufen und ausgeben.